Liebe von hier ist euer Steinballen. So, und ich habe jetzt schon mal die Zwergenfestung, naja, nicht betreten, aber ich bin hier schon mal vors Tor marschiert mit unserer Truppe. Und wir können also gleich loslegen mit der Erkundung. Adamantschildfestung heißt das Ganze. Wir gucken uns aber nochmal an, was wir eigentlich hier wollen. Und zwar geht es um Blutruf? Nein, um unzerstörbares Metall. Genau. Harim hat schon oft gesagt, dass er nichts für sein Volk übrig hat und niemanden sehen will. Doch nun sind sie hierher gekommen, in die Raublande, und sofort stecken sie in Schwierigkeiten. Er hat widerwillig zugestimmt, sie vor einem fürchterlichen Golem zu retten, doch nichts wird sie vor seinen tadelnden Blicken und seinem Vortrag über Eitelkeit retten. Einige Zwerge aus dem Clan der Skjegge kamen auf der Suche nach den Schätzen ihrer Ahnen hierher und stolperten in eine tödliche Falle. Zunächst wollte Harim ihnen nicht helfen, doch letztendlich entschied er sich, einzuschreiten, um sich die Gelegenheit zum Prahlen zu geben. Nun gut, schauen wir mal, was hier nun wirklich passiert ist, und gehen voran. Treffen wir jetzt erstmal auf Zwerge, oder... Oh, wir sehen hier schon mal Zwergenleichen. Aha! Eieiei, da stehen noch ein paar Überlebende. Seht, seht, Hilfe ist da, hurra! Thorak sei gepriesen. Oh Gott, die Armen. Let's finish them quick. So, ein einziger Adamant-Golem. Warte mal. Von dem wissen wir noch nichts. Stufe 30 Konstrukt, das klingt irgendwie übel. Mal gucken, wir werden mal Lindsay singen lassen. Waylon wird mal hier in die Gruppe einmal Hass zaubern. Und bei denen wäre es mir am liebsten, wenn ihr mal stehen bleibt erstmal. Dass wir bitte nichts machen. Harim auch. Ah, Mann, kannst du nicht mal stehen bleiben? So, jetzt haben wir Hass. Okay. Ich würde mal sagen, das reicht. Wir gehen da auf vollen Angriff. Jetzt einen hübschen Fehlschlag gemacht. Ja, reduzierten Schaden, aber 35, das ist schon ganz gut. Und der ist schon halb runter. Kein Problem. Okay, wow, den haben wir schon besiegt. Das ging nun wirklich schnell. Ja. Aber er lebt noch, er bewegt sich noch. Ach so. Er ist aber quasi geschlagen und Harim hat seinen großen Auftritt. Der Golem erstarrt. In seinem Inneren vibriert etwas harmonisch und die Dellen, die eure Waffen hinterlassen haben, reparieren sich in Windeseile. Wie bitte? Harim tritt auf das metallene Monster zu und mustert es von Kopf bis Fuß. Ein unbesiegbarer Götze aus unzerstörbarem Metall. Ein weiterer Beweis für unseren leeren Stolz. Jeder Meister möchte etwas erschaffen, was ihn überlebt. Aber warum? Damit seine Schöpfung eine kurze Weile weiterlebt, ehe sie zusammen mit dem Rest des Universums zu Staub zerfällt. Ha! Meister! Meister! Was macht er jetzt? Jetzt hat er ihn komplett deaktiviert. Ohne Hammer im Übrigen. Harim zieht den Schlüssel. Ah, es gibt einen Schlüssel. Okay, er zieht den Schlüssel heraus. Zu seiner Überraschung kommt zusammen mit dem Schlüssel das gesamte Schloss aus dem Körper des Golems. Harim sieht erstaunt zu, wie das Monster in Stücke zerfällt, als würde es nicht aus dem stärksten Metall der Welt bestehen, sondern aus verfaultem Holz. So, da sind sie, die Überlebenden. Heil dem Baron! Oh ja, das hören wir gern. Gerettet! Wir standen so kurz vor dem Tod. Thorak sei gepriesen. Jarmul Skjegge. Einer der Zwerge springt von dem kleinen Hügel, auf den die Zwerge vor dem Golem geflohen sind. Es ist ein grauhaariger Mann mit einem gewaltigen Thorak-Zeichen um den Hals. Offenbar der Anführer. Er blickt Harim und dessen Werk völlig erstaunt an. Wie habt ihr das gemacht? Das ist unmöglich. Unmöglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie, er weiß es nicht. Wer seid ihr? Fragen wir erstmal. Halt. Wer seid ihr?
Der Zwerg wendet sich zu dir und verneigt sich förmlich. Verzeiht, euer Gnaden, vor lauter Überraschung habe ich meine Manieren vergessen. Ich bin Jarmul Skjegge, Paladin von Thorak und Anführer dieser Gruppe. Ich danke euch im Namen unseres gesamten Clans für eure Hilfe. Erkun verneigt sich vor dem Paladin. Möge der Vater der Schöpfung euch niemals verlassen. Möge er euch segnen, mein Sohn. Und ihr müsst Harm sein, der Priester von Grötus. Ich habe viel über euch und euren ungewöhnlichen Pfad gehört. Ich würde gerne mit euch sprechen. Ihr möchtet... Nun, ich möchte euch nicht einmal sehen. Wir haben nichts zu besprechen. Das fehlt mir gerade noch, eine weitere Predigt darüber, wie großartig Thorak doch ist. Der Paladin antwortet auf Harams Entrüstung mit einer demütigen Verbeugung. Ich bin nicht so arrogant, einem Priester zu predigen. Euer Glaube ist eure Wahl. Es steht mir nicht zu, ihn in Frage zu stellen. Ich wollte nur mehr über eure spirituelle Reise erfahren. Harem schnäubt nur verächtlich. Selbst da ist er abweisend. Meine Herren, er könnte doch... Naja, gut. Harem, ihr habt schon einmal mit bloßen Händen Metall zerbrochen. Was? Wann ist das denn geschehen, Wählen Funkelstein? Ach, wartet, meint ihr den Amboss? Ja, das habe ich getan, aber... Warum? Ich habe Grötus gefragt, was es zu bedeuten hat, aber habe aber keine Antwort erhalten. Harem wickelt sich nachdenklich den Bart um den Finger. Wie dem auch sei, seid ihr jetzt in Sicherheit? Ja, euer Gnaden, möge Thorak die Erde segnen, auf der ihr schreitet. Ihr habt uns gerettet. Der Skjegge-Clan steht in eurer Schuld. Leider haben wir keinen Schatz, mit dem wir euch für eure gütige Hilfe danken könnten. Aber das wird nicht von Dauer sein, glaubt mir. Wenn wir einen Weg in die Festung finden und das Vermächtnis unserer Ahnen bergen können, werdet ihr sehen, dass niemand dem Skjegge-Clan vorwerfen kann, geizig zu sein. Harem schnaubt verbittert. Seht sie an, Wailen Funkelstein, hier sind sie wahre Kinder Thoraks, gierig, hochnäsig, blind. Sie sind nur knapp dem Tod entkommen und doch tauchen sie schon wieder in seinen Schlund hinab, geblendet vom Glanz erfundener Reichtümer. Ich hatte überlegt, sie fortzuschicken, aber erlauben wir ihnen doch zu bleiben und weiterzumachen. Wenn sie so begierig darauf sind, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln, mischen wir uns nicht ein. Danke. Wie ich sehe, habt ihr für euer Volk und unseren Gott nichts übrig. Nein, nein, runzelt nicht so schnell die Stirn, ich will euch nicht predigen, aber... Ich glaube, ihr habt gesagt, ihr hättet das Unzerstörbare mit euren Händen zerstört. Bitte berichtet mir davon. Ich glaube zu wissen, welche Macht in euch ruht. Die sengende Esse. Harems Stimme klingt ton- und leblos. Der magische Amboss in der verlassenen Bronzeschildfestung von Trollen entweiht. Er wurde durch meine Faust zerstört, als wäre er aus Sand gemacht gewesen oder aus Holz, das von innen verfault war und als hätte er nur darauf gewartet, berührt zu werden, um zu Staub zu zerfallen. Jarmuld legt nachdenklich seine Hand auf Thoraks Hammer, der um seinen Hals hängt. Kann es sein... Jarmuld, wovon redet ihr? Welche Macht ruht in Harem? Die Berührung des Vernichters. Ein seltenes, ein sehr seltenes Geschenk der Götter. Es geschieht nur einmal pro Generation. Ich kann nicht sagen, wer es gewährt. Vielleicht Thorak. Vielleicht Grötus. Oder vielleicht kommt es von einer anderen Quelle, von der wir nichts wissen. Es ist die Macht, den Dingen, die über ihre gegebene Zeit hinaus leben, den Tod zu bringen. Aha. Pff, das ist dreist, sagt Nock-Nock. Jedes Kind aus unserem Stamm weiß, wie man Dinge zerstört. Und ihr Langschenkel nennt es eine göttliche Gabe. Kranke Dinge. Dinge, die mit einem Makel erschaffen wurden. Wie dieser Golem. Entweiht, wie der Amboss. Die robusten Schöpfungen zwergischer Hände, die um den Tod betteln, aber weiter existieren müssen. Ein Zwerg, der von der Berührung des Vernichters gesegnet wurde, kann ihrem Leid ein Ende bereiten. Humbug! Ich habe noch nie davon gehört, wenn Grötus mir diese Macht gewährt hätte, warum muss ich dann von irgendeinem Paladin eines verräterischen Gottes davon erfahren, des Gottes der Hilflosigkeit und Feigheit? Ein Geschenk der Götter! Bei Grötus beweist es oder gesteht, dass ihr lügt. Jarmuld lauscht dem Hagel von Beleidigungen, mit dem Harem ihn überzieht, mit völliger Ruhe. Als Harem schließlich die Puste ausgeht, antwortet der Paladin ruhig. Ja, ich kann es beweisen. Und wir können
auch noch etwas beitragen, denn wir haben einen erfolgreichen Religionswurf gemacht. Harem, seine Worte klingen einleuchtend. Was ihr für Thorax Fluch gehalten habt, ist in Wahrheit vielleicht ein Geschenk der Götter, das eure Brüder einfach nicht verstehen konnten. Oh Leute, was ist hier los? Warum springt das manchmal hoch? Egal. Harem verzieht das Gesicht, als hätten alle seine Zähne gleichzeitig begonnen zu schmerzen, nickt dann aber zögerlich. Es ist möglich. Aber dann sind Thorak und seine Anhänger noch dümmer und blinder, als ich dachte. Stellt euch nur vor, Wayland Funkelstein, wenn das stimmt, ist der Grund für mein Leid kein Fluch, sondern die bloße Tatsache, dass keiner meiner Verwandten weise genug war, ein göttliches Geschenk zu erkennen. Der Priester schüttelt den Kopf und blickt den Paladin an. Ihr habt gesagt, ihr könntet eure Worte beweisen, Jarmuld. Ich fordere euch heraus, das nun zu tun. Die Berührung des Vernichters besteht nicht nur aus der Gabe zu zerstören. Er kann einem Gegenstand das Herz entreißen, jegliche Liebe und Mühe, die sein Schöpfer darin hat einfließen lassen, bei der Gnade Thorax. Schlagt den Golem noch einmal, vervollständigt die Vernichtung und zeigt uns sein Herz. Okay. Eieieiei. Boah. Harem blickt düster auf den stillen Golem, zuckt dann mit den Schultern und schlägt mit der Faust dagegen. Der Golem zerfällt mit einem jämmerlichen Klirren in unzählige Splitter. Harem buckt sich, um die Fragmente zu durchwühlen und bekommt einen leuchtenden blauen Juwel zu fassen. Er studiert ihn und wendet sich zu dir. Trauer und Verwirrung stehen dem Priester ins Gesicht geschrieben. Da, ein Geschenk von Thorak, verdammt soll er sein. Und was jetzt? Was mache ich jetzt damit? Harem das Herz des Ambosses geben. Wenn dies Thorax Dinge sind, gebt sie seinem Diener. Harem reicht Jarmuld die Juwelen. Okay, wir haben es... vielleicht hätten wir es behalten sollen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich glaube, Wayland hätte vielleicht es lieber behalten. Jetzt war ich hier doch ein bisschen zu großzügig. Danke, dass ihr mir von meiner Gabe berichtet habt, Jarmuld. Aber glaubt nicht, dass es mich mit Thorak versöhnen wird. Oder mit meinem Volk. Wenn ihr eine gute Verwendung dafür findet, schön. Wenn nicht, ist es egal. Ihr könnt weiter nach dem Eingang suchen oder zurück in eure Berge gehen. Mir ist es einerlei. Jarmuld senkt den Kopf. Danke, Harem. Ich werde dieses Geschenk sinnvoll einsetzen. Es tut mir leid, dass sich alles so entwickelt hat, aber ich respektiere eure Entscheidung und werde nicht versuchen, euch umzustimmen. Lebt wohl. Harem wendet sich zu dir. Geschenke der Götter, Flüche der Götter, ich glaube langsam, es ist ein und dasselbe. Aber danke, dass ihr mit mir hierher gekommen seid. Allein hätte ich vermutlich nicht einmal mit diesem Jarmuld gesprochen. Aber jetzt muss ich über vieles nachdenken. Gehen wir, Wayland Funkelstein. Lassen wir diesen Skjerge zurück. Sollen sie tun, was sie wollen. Okay. Gut, die Sache wäre geklärt. Die gehen tatsächlich weiter. Ich würde mich aber gerne hier auch nochmal umsehen, ne? Einfach nochmal gucken, was hier so ist. Hier liegt zum Beispiel noch ein toter Zwerg mit einer... Zwergischen Streitakt aus kaltem Eisen plus 1, immerhin. Nein, nicht nach unten. Nein. Hier oben lang, bitte. Aber da geht's gar nicht weiter. Aber vielleicht ist noch ein Geheimnis da. Nee, ist es nicht. Ich glaube, wir kommen auch gar nicht hier zu einem Art Eingang. Warum kann ich... Ach, da ist gesperrt. Jetzt sehe ich das erst. Na gut, dann gehen wir hier oben mal hin. Da stehen sie noch. Hier, das ist ein verschütteter Eingang. Kann ich noch irgendwas mit dem sprechen? Unser Clan steht in eurer Schuld. Naja, immerhin. Sie können froh sein, dass ich für einen Moment irgendwie... ja, großzügig war. Gut, also hier ist tatsächlich nichts mehr weiter. Naja, dann nichts wie weg hier.
Wer steht da unten noch? Achso, das ist eine Zwergin. Die sucht dort nach irgendeinem Eingang. Und wir verschwinden. Und erkunden jetzt hier nochmal die Gegend, die neu für uns ist, indem wir leider nochmal ein Stück zurückreisen. Oh, das dauert alles so lange, diese Reisen hier im Wald. 17 Stunden. Schon heftig. Noch was Neues hier in der Baronie. Der Sensenbaum ist erfolgreich erforscht worden. Sehr schön. Wie es scheint, hat dieser Fluch die Essenz seines Opfers verzehrt und eine gütige Dryade in ein skrupelloses Monster verwandelt. Alles, was einst gut war, war in einer bösen, verdrehten Gestalt gefangen. Es ist allerdings unklar, ob es möglich ist, die gefangene Dryade zu befreien. Diese Forschungen haben unser Verständnis für arkane Magie verbessert. Wir haben nun ein umfassenderes Wissen über das Wesen von Flüchen. Aber was bedeutet das? Genau. Keine Ahnung. Gibt es irgendwie einen neuen Modifikator? Ich weiß es nicht. Immerhin, die Sache ist erledigt. Und es gibt was Neues. Ein magischer Ort. Die Hauptlande sind ein Ort der Magie und der Mysterien. Und unsere Hauptstadt und ihre Umgebung stellen ihr wahres Herz dar. Verwandle die Region in ein Zentrum für arkane Studien und eine Pilgerstätte. Bonus von +5 beim Beilegen aller Situationen mit der Magistra oder dem Hohepriester in dieser Region. Gewährt außerdem einen Befähigungsbonus von +5 auf Wissenswürfe, Arcanum. Oh, und Überlieferungswürfe Religion der ganzen Baronie. Das ist ja fett. Kostet auch wahnsinnig viel Geld. Octavia könnte das zusammen mit Raiden machen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wollen wir mit Flüchen weitermachen? Die dauern alle 45 Tage, ne? Dorf in den Marken. Das könnten wir uns im Moment gerade noch leisten. Davik Nessel. Tja, göttlich Arkan +1, göttlich +2. Lohnt sich das, sie für 45 Tage da loszuschicken? Aber es gibt eh nichts Besseres. Machen wir das mal mit Dorf in den Marken. Schicken wir Octavia los. So, jetzt aber weiter. Treten wir nochmal diese friedliche Flussbiegung. Lesen wir uns das aber nochmal durch. Als einer der wenigen malerischen Punkte entlang des Murks hat dieser Ort in der Vergangenheit so manchen arglosen Reisenden dazu verleitet, am Ufer des Flusses zu rasten. Das scheint gefährlich zu sein. So, und was haben wir hier? Wir sehen hier direkt gleich was. Tote, was auch immer. Okay, hier ist irgendwie ein Lager. Ach, was haben wir denn hier? Vernarbt der Boggart. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal gleich auf sie mit Gebrüll. Da hinten, das könnten irgendwelche. Ja. Mit dem kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht. Oh ja, hier scheint ein. Nee, das ist auch nur ein normaler. Ja, bleib mal hier vorne. Merkwürdig. Das ist ja hier ein richtig großes Lager. Dass die offenbar überfallen haben. Was finden wir denn hier? Gucken wir uns erstmal die Boggarts an. Die Boggarts, die irgendwelche Edelsteine mit sich tragen. In den Kisten und Diamantstaub, das nimmt man immer gerne. Auch hier Krimskrams mit dabei. Aha, hier ist irgendwie ein menschliches Wesen. Oh, die sind mit Booten gekommen und haben hier ein Lager aufgeschlagen, wie es aussieht. Oh, es geht hier noch weiter. Nothing.
Gut, hier unten noch was. Das ist ein richtig großes Gebiet hier noch. Oh, hier gibt es noch so eine Art Höhle und einen Varan. Und noch ein Borgard-Wächter. Was ist denn hier los? In die Höhle kann man hier auch noch rein. Naja, wir gucken uns jetzt erstmal noch das Lager zu Ende an. Das ist schon ganz ordentlich. Hier ist noch irgendwie... Ach nee, das ist nur Überbleibsel der zerschmetterten Leiche. So, das können wir alles nehmen. Was haben wir hier in der Kiste? Ein versteinertes Ei. Großartig. So, und hier gibt es weitere Gegner. Was ist hier mit Valerie? Kommt ihr nicht durch? Knock, knock, bitte nicht zuerst. So viel Zeit sollte sein. Jetzt kannst du durchkommen. Der Varan kämpft mit auf der Gegenseite. Ah, knock, knock, kommt gar nicht durch. Okay. Oh, das war ein Prophet. Habe ich gar nicht identifiziert als solchen. Aber jetzt sehen wir es. Und die haben hier irgendwie eine Höhle beschützt. Hier unten. Wir sind hier auch mitten im Sumpf. Wir suchen nochmal den Rest hier ab. Vielleicht kommt hier auch noch was. Nee, hier ist nichts. Ja, okay. Dann würde ich sagen, werden wir das nächste Mal kurz die Höhle untersuchen. Ich vermute ja jetzt nichts Großes da drin, aber vielleicht noch irgendwie der Boggart-Boss oder was auch immer. Wobei ich gerade sehe, hier oben gibt es ja auch noch einen Bereich, den wir jetzt noch gar nicht uns angeschaut haben. Also ist doch noch ein bisschen mehr, sich anzugucken. Aber wir gehen erstmal in die Höhle und dann dort in den Norden. Und dann geht es hin hier zu dieser Schlacht zwischen den Barbaren und Brevoy. Mal gucken, ob wir zu spät kommen oder was dort jetzt passiert. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.